Ich freue mich, wir freuen uns, dass ihr alle hierher gekommen seid, um mit uns den Ostermarsch, die Ostermarschaktion zu begehen. Unser Motto in diesem Jahr ist Kriege stoppen, Fluchtursachen beseitigen und, so ließe sich noch hinzufügen, die Flüchtlinge, die geflüchteten Menschen, die zu uns kommen, bei uns aufzunehmen. Unsere Gesellschaft ist reich. Sie schafft das. Und viele junge Menschen und auch Ältere helfen, dass die Gesellschaft es schaffen kann. In über 80 Städten in Deutschland finden Ostermärsche, Ostermarschaktionen statt. Ich finde, damit sind wir in guter Gesellschaft. Vielleicht bevor die Musik gleich kommt und ich dann den ersten Redebeitrag auch halte, kurz was zum Ablauf. Ihr seht die vielen Infostände. Viele Menschen haben viele Informationen zusammengetragen. Schaut sie euch an. Es steht dort ein Friedensbaum, an den sollen in der Zwischenzeit Friedensbotschaften gehängt werden. Wir sagen euch dann Bescheid. Wir hoffen, dass der Friedensbaum anschließend grün ist und vor sich hingrünt im Zeichen des Friedens. Zwischendurch machen wir dann einen kleinen Ostermarsch, wirklich, naja, von Marsch kann nicht die Rede sein, wir gehen gemeinsam bis zum Kröpke und wieder zurück, aber wir wollen in der Stadt sichtbar sein und den Menschen unsere Botschaft vermitteln. Das jetzt erstmal vorneweg, nochmal schön, dass ihr gekommen seid und jetzt kommt erstmal ganz kurz Musik und dann geht es weiter. Menschlichkeit ist grenzenlos und Mitgefühl des Lebens wert. Ich war so stolz auf Deutschland mit seinen offenen Türen. Wir haben eine Menge Platz und wenig zu verlieren. Die Änderungsdebatte zum Asylgesetz stellt erneut in Frage, was das Menschenrecht verletzt. Wer will, wer kann, wer fühlt, der singt, der seid mit uns. Menschlichkeit ist grenzenlos und Mitgefühl des Lebens wert. Menschlichkeit ist grenzenlos und Mitgefühl des Lebens wert. Flüchten ließ ins Land der Fantasie. Der Körper bleibt, die Seele fern, Geborgenheit sucht sie. Für ihn und die Familie bleibe in der heilen Welt, denn schaffen wir gemeinsam mit gerecht verteiltem Geld. Menschlichkeit ist grenzenlos und Mitgefühl des Lebens wert. Menschlichkeit ist grenzenlos und Mitgefühl des Lebens wert. Das alte Feld der Nazizeit wird neuerlich entfacht durch Änderung von Bleiberecht nach Laune der Regierung.
Regierungsmacht. Geflüchtete begeben sich in fremde Rechtsstruktur. Die Angst geht um, wann bin ich dran, was wird man mit mir tun? Wer kann, wer will, wer fühlt, der singt mit uns. Menschlichkeit ist grenzenlos und Mitgefühl des Lebens wird. Menschlichkeit ist grenzenlos und Mitgefühl des Lebens wird. Geflüchtete sind Menschen, so wie ich und du, wo Hunger oder Banden drohen, hier finden sie zu Ruhm. Drum hätte ich gern ein Deutschland mit weiten offenen Türen. Wir haben eine Menge Platz und wenig zu verlieren. Wer will, wer fühlt, wer kann, der singt mit uns. Menschlichkeit ist grenzenlos und Mitgefühl des Lebens wert. 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 Menschlichkeit ist grenzenlos und Mitgefühl. Ja, danke schön. Das war das Duo, das Frauenduo Lautstark. Ich hoffe, es haben alle lautstark bis in die letzten Winkel vernehmen können.